Der Lafroy Keras aus 2018. Mit lecker Fino-Finish und fast stark. Viel Spaß. Ja, Tagchen, der David, hi. Der Andi, hi. Ja, wie gesagt, wir sind bei Lafroig beim jährlichen Keras mit Fino-Finish. Richtig, wir haben jetzt noch nicht vorgegriffen auf den 2019er, aber es ist ja bald wieder soweit. Und um die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen, dachten wir uns, nehmen wir uns doch endlich mal den 2018er vor. Das planen wir schon quasi seit Monaten und irgendwie haben wir es dann nie gemacht. Genau, die kommen, das weiß ich tatsächlich nicht ganz genau, aber der ist immer zum Eiler-Festival kommen die raus, ne? Ich glaube schon, ja. Okay. Ja. Genau, da steht ja bald wieder an und dann wird es dann wahrscheinlich auch wieder einen neuen geben. Richtig. Deswegen dachten wir uns, machen wir den vom letzten Jahr. Ja, wir haben den Lafroig Keras aus einem Ex-Bourbon Barrel hier mit einem Fino Sherry Finish. Zungenbrecher. Fische. Da ist er. Nicht gefärbt ist er. 51,8 Volumenprozente hat er. Also klug gefiltert ist er auch nicht. Ja. Ja, schönes goldiges Teil. Bin sehr gespannt, habe ihn selber auch bisher noch nicht probiert. Ich hänge immer noch an der 2017er Flasche. Die ist immer noch nicht ganz alle. Aber ja, bin neugierig. Fino Sherry ist ja erstmal vielversprechend. Sherry Whisky mit starkem Torfrauch. Hat mir ja schon so die eine oder andere Flasche gefallen. Ich glaube dir auch. Ja. Gucken wir mal, was dieses Finish hier macht. Also Lafroig-Fans sind wir, glaube ich, beide. Also von daher mal schauen. Die Latte ist hoch für den Kameraden. Genau, Flasche zu. Wir haben uns ein Sample besorgt, falls da gleich Irritationen entstehen, weil David meinte ja gerade, er trinkt immer noch im 2017er. Genau. Ich wollte jetzt nicht aufreißen. Ich habe immer so das Gefühl, gerade so junge, stark rauchige Whiskys, die verändern sich halt in der Flasche dann doch noch irgendwie relativ dolle, wenn er den Zeit lässt und da zu viel Luft reinkommt. Insofern erstmal austrinken. Schauen wir uns den mal an. Für mich erstmal ein Lafroig untypischer, ziemlich speckiger Rauch. Ja, aber das phenolisch Lafroigige hast du da aber schon. Ja. Also finde ich. Also für mich war es gar nicht so untypisch, aber als du es gesagt hast, würde ich auch sagen, so was leicht Speckiges finde ich da auch. Das stimmt. Aber so ein bisschen Räucherschinken. Lafroig-typisch ist das trotzdem, finde ich. Ich tue mir gerade eher schwer, die Fino-Geschichte zu finden. Oder überhaupt die Sherry-Geschichte zu finden. Mhm. Ja, das hält er noch ein bisschen zurück. Also nicht so sehr intensiv. Wir haben jetzt auch keine Informationen gefunden über die Länge des Finishes. Und auch nicht, ob das jetzt erstbelegte Fino-Sherry-Fässer waren oder was auch immer. Also auf jeden Fall schön intensiver Lafroig-Rauch. Ja. Den hast du da schon. Also und der Sherry springt dann überhaupt nicht an. So, das ist... Ja, jetzt bei der zweiten und dritten... Da kommt er langsam, ne? Ja, genau, das nehme ich auch gerade. Nehme ich das jetzt auch so langsam zurück mit dem nicht so Lafroig-typischen Rauch, weil das leicht speckige hat er schon, aber jetzt gewinnt für mich dieses Phenolische dann doch auch wieder überhand. Vielleicht so ein bisschen was so Zitrus, finde ich, hat der. Aber ohne zu viel Frische. Ich finde, er gibt dann so ein allgemein sehr warmes Gefühl. Genau, er wirkt ein bisschen, ich wollte dunkel gerade sagen, er wirkt so ein bisschen dunkel, düster. Und dann kommt jetzt so ein bisschen... Irgendwie weiß er bei mir gerade noch nicht so richtig, was er will. Also man könnte es vielseitig nennen, man könnte es auch ein bisschen unausbalanciert nennen. Ich finde schwarzen Pfeffer so ein bisschen. So schwarzen Pfeffer, dann
so ein bisschen dieses leicht maritime oder so, aber da, das versuche ich auch gerade ein bisschen zu finden und finde es nicht unbedingt, deswegen tue ich mir ein bisschen schwer, weiß nicht, ob ich es mir ein bisschen einbilde, mhm. Aber ich finde, der hat definitiv so eine bisschen dumpfe schwarze Pfeffernote. Das so, wenn der Pfeffer schon ein bisschen zu lange in der Mühle drin war und ein bisschen ausgezogen ist, so. Ja. Frucht, wie gesagt, diese Zitrusnote habe ich drin. Hat so ganz leicht. Was ganz leicht vanillig ist, aber auch nur leicht noch. Da liegt dann doch der Rauch sehr stark drüber. Ich glaube, wenn ich mich für eine Frucht entscheiden müsste, dann wäre es wahrscheinlich nicht die Zitrusgeschichte, sondern eher vielleicht so eine leicht überreife Mango, aber so ganz zurückgenommen, so ganz dezent. Probieren wir mal. Mhm. Also die Nase ist erstmal spannend, um es kurz festzuhalten. Die macht irgendwie viele komische, unterschiedliche Sachen und verändert sich. Aber ich finde halt, dass der Rauch in der Nase noch sehr dominant ist. Also der, ich finde, der liegt schon vor allem. Richtig, also alles, was da so an Frucht mitkommt oder an anderweitigen Noten, muss man so sehr hervorkitzeln. Hat Mühe, also muss sich schon bemühen, bemerkt zu werden. Schauen wir mal. Grüßerchen. Cheers. Slatsche. Oh ja, der macht sich... Alter, das macht sich... Oh, ist der aschig trocken. Den nimmt mir die Augen. Meine Güte. Ja. Lafroig ist es. Ja. Nee, also jetzt bin ich mir sicher. Da haben wir auch schon Lafroig im Glas gehabt, der da mit ein bisschen weniger Kraft um die Ecke kam. Ja. Und das ist schon ordentlich. Richtig dreckig, aschig. Ohne, dass man jetzt an Sherry denken würde. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also das habe ich nicht. Also ja. Da tue ich mir sehr schwer. Also ganz, ganz dominierende, aschige Rauchnote. Dieses typisch Lafroig-Mullbinden-Pflaster-Ding ist da. Aber immer noch so ein bisschen das, was ich mit dem Speck in der Nase beschrieben habe. War noch so dezent mit dabei. Wow. Aber in der Summe einfach super aschig und kräftig. Und die 51,8%, die drücken auch ganz schön. Also, das ist intensiv rauchig und nicht viel mehr drumrum, was jetzt nicht zwingend schlimm ist. Ja. Aber jetzt zu sagen, jetzt gebe ich mir ein schönes Finocast-Finish und genieße die Sherry-Noten, die da reinkommen. Also vergiss mit denen tue ich mir massiv schwer, die da rauszukriegen. Vielleicht geht es ein bisschen besser, wenn er ein bisschen länger steht. Das kann sein. Vielleicht auch mit ein bisschen Wasser. Schauen wir mal. Das ist krass. Jedes Mal wieder irgendwie diese, bei fast starken Laffys habe ich ganz oft diese Cremenote, so Pinatencreme in die Richtung. Ich erinnere mich, dass du das schon mal bei irgendwas gesagt hast. Das ist wahrscheinlich beim 10er Verstärker oder sowas. Du hast das schon mal irgendwann gesagt. Ja. Ja. Okay, Wasser macht diese Cremenote bei mir weg. Ein Tropfen. Ja, wird er fruchtiger. Fruchtiger und am Gaumen ein bisschen leichter, ein bisschen samtiger. Der Rauch verkrümelt sich ein bisschen. Vanillig, Vanille kommt ein bisschen mehr durch. Wasser drückt den Rauch in dem Fall jetzt ein bisschen zurück, finde ich auch. Ungewöhnlich. Eigentlich, also man hat so oft das häufig andersrum, genau. Wasser den Rauch eher nach vorne befördert. Aber auf jeden Fall eine ziemliche Rauchbombe, das Ding. Ja. Tatsächlich. Aber ich finde schön, dass jetzt ein paar Tropfen Wasser die mir mehr Vielfalt geben und die Frucht rauslocken. Also das funktioniert. Das funktioniert in der Nase echt gut. Ich finde, am Gaumen bleibt der trocken, ehrlich. Das Zitrusding, finde ich, habe ich aber am Gaumen auch so ein bisschen. Mhm. Wird bei mir jetzt auch deutlicher. Also jetzt liegt auch mit. Orange vielleicht sogar. Vielleicht so eingelegte Orangen oder sowas. Auch das. Dass das ein bisschen kommt. Er ist nicht mehr ganz so trocken, finde ich. Also es zieht sich nicht mehr alles zusammen. Und nee.
auch dieses schwarze Pfeffrige, was du beschrieben hast, würde ich jetzt sagen, ist weg oder deutlich reduziert. Mhm. Spannend, dass so ein paar Tropfen Wasser immer wieder machen können, ne? Ja, also ich würde sagen, schöne Rauchbombe. Das ist definitiv. Ja. Also ganz straightforward, Laphroaig. Finde ich gut. In die Fresse. Also den mache ich auch, sobald der 17er alle ist. Macht Spaß, wenn man genau das mag. Ja. Wasser, hast du recht, kriegt der ein bisschen Komplexität am Rauch vorbei. Mhm. Auch schön. Je nachdem, kann man sich entscheiden, worauf man mehr Lust hat. Mal gucken, was dieses Jahr rauskommt in dem Bereich. Soll wohl ein fast starker Triple Cask werden. Okay. Also ich habe das irgendwo im Netz gelesen. Also ich hoffe mal, es stimmt. Wäre spannend. Was im Internet steht, stimmt immer. Das wissen wir. Immer. Dieses Internet lügt nie. Richtig. Fino Sherry steht drauf. Erhofft man sich vielleicht was von, finde ich gar nicht. Oder schwierig. Also gar nicht bis wenig. Also hat es schwer gegen Laphroaig gerade an der Stelle, finde ich. Definitiv bei der Ding. Was aber nicht heißt, dass er nicht gut ist. Also das ist vielleicht nicht das, was ich erwartet habe, aber es macht Spaß. Richtig. Gutes Ding. Ja. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, kommentiert doch mal gerne, was ihr so von der ganzen Geschichte haltet. Von dem Hoppala! Uiuiui. Da war der Akku, also wir haben es gesehen, wir haben uns noch beeilt, aber scheinbar nicht genug. Naja. Ja, wo waren wir gerade? Genau, kommentiert doch mal gerne, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Wie gefallen euch diese Sachen gerade? Jetzt interessiert es uns natürlich sehr. Findet ihr bei der 2018er Variante das Sherry fast besser als wir? Weil wir haben da gerade echt Schwierigkeiten gehabt. Ja. Was aber daraus nichtsdestotrotz einen schlechten Whisky macht, weil als Laphroaig-Fan ist das das, was man erwartet. Absolut feine Sache. Kann man sich nicht beschweren, vor allen Dingen für den Preis. Wo liegen die? Ne, es gibt ihn ja nicht mehr, ne? Aber der war jetzt, glaube ich, in der Endphase, als er noch verfügbar war, auf der Webseite bei Laphroaig für irgendwie sowas wie um die 50 Pfund oder so zu haben. Und das finde ich dann schon wieder ganz okay. Kann man nicht mehr kommen da jetzt durch, aber schwierig. Ist halt einfach ein Laphroaig und der Rauch nimmt sich den Platz, den er gerne hätte. Absolut. Das macht er sehr erfolgreich. Wir freuen uns schon auf die 2019er Variante. Bin neugierig, wie das so wird. Mhm. Und auch auf den neuen 10er Fassstärke. Der wird ja auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. In diesem Sinne freuen wir uns über ein Abo. Aktiviert die Glocke, wenn ihr immer mitkriegen wollt, wenn was Neues gibt, wenn es was Neues gibt. Däumchen voll ist schicki. Richtig. Und empfehlt uns gerne noch andere Laphroaig-Kehrers-Abfüllungen. Das heißt nicht, dass wir die alle probieren können im Video, weil wahrscheinlich schwer zu bekommen, die alten Sachen gerade. Aber spannend zu wissen, wäre es trotzdem mal, welche so die wirklich guten sind für euch. Ja. Und ja, dann packen wir euch noch irgendeinen anderen Laphroaig ins Video. Also in die, hier, ihr wisst schon, dieses Zeug hier dann gleich im Abspann. Unsere schöne Playlist. Und dann bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. Ja. Hat irgend so einen Klick und ich dachte, irgendwas ist ausgegangen. Aber läuft alles noch. Läuft.